Hallo, ich bin der Nils aus dem Modul Training, für euch heute wieder da mit der Workout-Serie Animal Fit. Ich zeige euch tierähnliche Bewegungsabläufe. Da habe ich einmal den Affen für euch mit dabei, den Tiger, die Ente. Das Ganze natürlich auch gerne auf Englisch, wer es haben möchte. Dann habe ich noch den Frosch mit dabei und dann die Krabbe noch mit. Das klingt jetzt alles am Anfang sehr abstrakt, aber ihr werdet gleich sehen, das Ganze dient für euch zur Mobilisierung, zur Kräftigung, aber auch zur allgemeinen Stabilität eures Körpers, die ihr vielleicht so noch gar nicht kennengelernt habt. Schauen wir uns gleich zusammen an. Wir starten mit dem ersten Tier und zwar mit dem Affen oder auch Monkey Move. Ganz wichtig, bei der Übung starten wir aus einer tiefen Kniebeugenbewegung. Wir nehmen immer die Arme mit zur Hilfenahme der Fortbewegung, ist ganz wichtig. Wir werden gleich zuerst die Arme nach vorne absetzen und dann folgt immer der Unterkörper. Das Ganze passiert explosiv, aber wir versuchen immer so leise wie möglich zu landen. Da kommt uns der Rasen natürlich zugute, da ist sowieso alles ein bisschen mehr gedämpft. Und was auch ganz wichtig ist für die Workout-Serie wieder, wir haben ca. 30 bis 45 Sekunden Belastungszeit für eine Tierbewegung. Dann schauen wir, dass wir den Wechsel so fliegend wie möglich hinbekommen, so kurze Pausen wie möglich zwischen den Bewegungen hinbekommen. Dann kommt das nächste Tier. Das Ganze sind 5 Tiere, 30 bis 45 Sekunden. Und dann nach einem Durchgang machen wir eine Minute Pause. Ihr könnt gerne 3 bis 5 Sätze davon machen, je nach Leistungsstand. So, wir starten in der tiefen Kniebeugenbewegung. Ja? Bedeutet einmal, dass wir die Zehenspitzen nach außen drehen, die Knie analog dazu auch nach außen drehen. Die vordere Hand oder der vordere Arm ist angewinkelt am Knie und wir bewegen einmal die hintere Hand nach vorne, strecken sie einmal nach vorne durch, gehen dann mit der anderen mit und bewegen die Beine wieder schrittweise in die tiefe Kniebeugenbewegung nach. Ihr seht gleich, ich setze meine Zehenspitzen hier schon leicht auf, damit ich gleich wieder losstarten kann, Knie nach vorne drehen kann und wieder in die Bewegung gehen kann. Ja. So, das Ganze machen wir auch im Richtungswechsel. Das bedeutet, wir gehen jetzt einmal wieder zurück und nehmen diesmal die andere Seite mit nach vorne, bedeutet einmal hier, linker Arm ist angewinkelt, wird nachgezogen, tiefe Kniebeugenposition und bewegen uns wieder zurück in die Ausgangsposition. So, Monkey Move, nochmal von der Seitenansicht, einmal mit Gesicht zu euch und einmal mit Rücken zu euch. Tiefe Kniebeugenposition. Arm angewinkelt, hintere Hand, hinterer Arm setzt nach vorne ab, vordere zieht nach und so weiter und so fort. Hinteres Bein dreht gleich wieder in die Richtung und wir befinden uns in der Ausgangsposition. Ich drehe mich einmal für euch. Tiefe Kniebeugenposition, Arm angewinkelt, zack, hinteres Bein wird schon gedreht. So, jetzt folgt der Tiger und bei dem Tiger oder auch Tiger Crawl, ne, so ein leichtes Krabbeln, Anpirschen am Boden zu simulieren, gehen wir gleich in die Liegestütz-Grundhaltung. Ne, das bedeutet, wir setzen einmal unsere Hände unterhalb von unseren Schultern ab, etwas breiter als die Schulter und achten darauf, dass Gesäß, Hüfte eine Linie bilden, ja, dass hier im Hüftbereich nicht durchgehangen wird, was ganz wichtig ist bei der Übung. Wir gehen einmal in eine leichte gebeugte Position von den Beinen im Kniegelenk. Ja, das bedeutet, wir pirschen uns dadurch heran, dass wir eben ganz leicht unsere Beine anwinkeln und wir schauen auch wirklich, dass wir wieder eine sehr langsame Bewegung hinbekommen. So gut es geht, auch leicht absetzen und so leicht armig und füßig sind bei der Bewegung. Und ganz wichtig, schaut, dass ihr die Schulterblätter nicht durchdrückt, dass ihr immer schön die Arme gestreckt haltet. So, wir gehen einmal in die Liegestütz-Grundhaltung und gehen einmal hier mit den Knien in eine leichte gebeugte Position, setzen einmal linke Arm nach vorne, rechte Bein nach vorne und das Ganze geschieht im Wechsel.
So, jetzt drehen wir uns einmal zurück in die andere Richtung, gehen wieder in die Liegestützbewegung, kippen einmal ab mit den Beinen, links, rechts, links, rechts, im Wechsel. Ich zeige euch jetzt nochmal die Seitansicht vom Tiger, weil man da auch sehr gut sehen kann, wie die Haltung bei der Übung sein sollte. Liegestützbewegung. Die Beine werden leicht gebeugt. Linke Hand nach vorne, rechtes Bein zieht nach. So, jetzt kommen wir zum Entengang oder auch Duck Walk. Da gehen wir gleich in eine wieder tiefe Kniebeugenposition. Das Ganze schön hüftbreit von den Beinstellungen her. Und wir achten darauf, dass wir die Gewicht oder die Gewichtsverlagerung auf die Zehenspitzen setzen, nach vorne. Aber dass der Oberkörper und Rücken so gerade wie möglich dabei ist. So, einmal hier tiefe Kniebeugenposition auf die Zehenspitzen. Wir gehen einmal mit dem linken Bein nach vorne und ziehen das rechte Bein nach, wie bei einem Spaziergang. Wichtig ist, wir bleiben in der tiefen Kniebeuge. Wir gehen wieder runter, wenn wir nach oben gehen, und verlagern auf der einen Seite das Gewicht komplett auf einem Fuß und auf der anderen Seite sind wir auf den Zehenspitzen. Rückwärtige Bewegung. Tiefe Kniebeugenposition und rechts. So, jetzt wieder die seitliche Variante, damit ihr das ganze Bild auch vollständig sehen könnt. Tiefe Kniebeuge, Arme sind angewinkelt, linkes Bein, rechter Arm. Und im Wechsel. Jetzt kommen wir zum Frosch oder zum Frog Jump. Dabei setzen wir die Hände gestreckt innerhalb von einer sehr breiten, tiefen Kniebeugenposition und stoßen uns nach vorne um eine Armlänge ab. Das heißt, aus den Armen heraus ziehen wir dann die Beine explosiv nach vorne nach. Wieder in die tiefe Kniebeugenposition. Ausgangsposition sieht wie folgt aus. Schön Zehenspitzen, Knie nach außen drücken, Arme sind gestreckt, vorne absetzen und die Beine explosiv nachdrücken. Wer will, kann auch gerne etwas weiter nach vorne die Arme absetzen. Damit könnt ihr in weniger Zeit mehr Strecke zurücklegen. Wir wechseln einmal wieder zurück. Tiefe Kniebeugenposition, zack, Arme nach vorne strecken oder auch weiter. So, die Bewegung wieder in Seitenansicht, tiefe Kniebeugenposition, Hände innen gestreckt, um die Armlänge nach vorne absetzen, tiefe Kniebeuge. So, jetzt kommen wir zu guter Letzt zur Krabbe, zum Crab Sidewalk. Heißt, wir bewegen uns einmal seitlich zur Kamera nach vorne. Bedeutet, wir gehen einmal in die klassische Glute-Bridge-Grundhaltung aus einer sitzenden Bewegung heraus, strecken die Arme durch seitlich vom Oberkörper und setzen einmal die Hand, die vordere Hand richtungsweisend nach vorne aufgestreckt. Dann folgt das hintere Bein, dann zieht die hintere Hand nach und das vordere Bein folgt. Das immer im Wechsel. Gehen einmal in die sitzende Bewegung. Gehen hochgestreckte Arme. Einmal vordere Hand nach vorne. Hinteres Bein zieht nach. Und so weiter und so fort. Arme immer schön gestreckt. Ihr könnt hier gerne ganz leicht kippen. Das ist nicht schlimm. Das kommt aus der Bewegung heraus. Aber versucht nicht zu sehr zu kippen, sondern euch immer wieder korrigierend daran zu erinnern, schön die Hüfte rauszustrecken. So, wir wechseln einmal in die andere Richtung.
Das heißt, einmal linke Hand nach vorne absetzen, folgt einmal rechtes Bein und so weiter und so fort. So. So, ich zeige euch einmal wieder die Bewegung von der Seitenansicht. Dafür gehe ich gleich diagonal durchs Bild, dann habt ihr nochmal eine optimale Sicht auf die Bewegung. So, wir setzen uns einmal hin, Hände seitlich aufgestellt, gehen in die Glute Bridge und einmal rechte Hand nach vorne, linkes Bein, linke Hand zieht nach.